So, dann bin ich nämlich schon mal im Spiel drin und wir können dann schon mal schauen, was heute noch so ansteht und was wir schon so geschafft haben im letzten Stream. Das war nämlich eigentlich einiges. Wir haben gebacktrackt. Jan hatte mir ja eine Liste gemacht. Hattest du jetzt eigentlich schon die ganzen Bumper weggemacht von meiner Karte? Ich glaube. Ich glaube auch. Genau, nur noch die paar wenigen. Das heißt, wir haben beim letzten Male eigentlich sehr viel geschafft. Zum einen, wir haben alle Maskenscherben, was definitiv sehr praktisch ist. Wir haben alle Seelengefäßscherben, die wir fairerweise vorher auch schon hatten, aber trotzdem. Wir haben auch alle Zauber. Techniken, Zauber. Genau, hier sind die Techniken und hier sind die Zauber, die wir aber auch schon vorher hatten, aber trotzdem. Unser Nagel ist maximal gestärkt. Zur Perfektion geschmiedet. Was auch sehr praktisch ist. Ein bisschen Geld und ein paar ranzige Eier haben wir hier auch noch rumliegen. Und dein Traumnagel. Ach ja, und mein Traum, wo ist mein Traumnagel? Ganz rechts. Ah ja, Der ist erwacht. der ist auch erwacht. Das heißt, der ist. Man könnte ihn, glaube ich, noch einmal leveln für ein Achievement, aber er ist halt prinzipiell auch fertig. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall echt viel gemacht. Wir haben alle Talismane, mit Ausnahme von den beiden, die man potenziell noch stärker machen könnte. Und der Hälfte da unten. Und der Hälfte da unten, wo ich jetzt auch noch hingehen wollte. Aber ich sag mal, die muss ich ja jetzt nicht zwingend upgraden. Die sind ja trotzdem da. Und die andere Hälfte von dem hier unten holen wir ja auf jeden Fall auch noch. Aber abseits davon haben wir auch alle Talismane geholt. Außerdem haben wir das letzte, ich sag mal, Untergebiet erkundet, was uns noch fehlte, den Bienenstock. Der hieß nicht so, aber es war ein Bienenstock. Ich glaube, der Schwarm hieß das. War auch ein sehr schönes Gebiet auf jeden Fall. Dann hatten wir den Schwarmritter verprügelt, den Sammler verprügelt und den letzten Kriegertraum, You're dessen Namen ich vergessen habe. Aber wir hatten auf jeden Fall drei Bosse im letzten Stream und die waren eigentlich auch alle ganz angenehm. Also das waren vielleicht für jeden Boss so fünf, sechs, sieben Versuche, keine Ahnung. Also es hat eigentlich gar nicht so lange gedauert, fand ich. Also der Sammler hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber als ich dann meine Taktik hatte mit, ich schlag einfach alles zu Brei, sobald es auftaucht, dann hat es eigentlich echt richtig gut geklappt. Der Schwarmritter war eigentlich sowieso kein Problem, weil das genau die Art von Boss-Movement war, die ich ganz gut lernen kann. Und der Kriegertraum war der mit seinem lustigen Schild, ne? Und den ganzen Lanzen. Ja, der war ein bisschen gemeiner, aber hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also da, wie gesagt, hat es im letzten Stream eigentlich echt gut geklappt. Und da haben wir vor allen Dingen auch super, super, super viel geholt. Stella, danke für 28 Monate Treue. So, jetzt gucke ich noch mal eben nach der Donation, bevor ich irgendwas anderes mache. Da kam nämlich eine von Flower Power. Was? Schadens? Oh Gott! Oh Gott! Flower Power 69. Nein! Ich habe ihn verstanden. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Das ist ein Wachdienst-Insider. Wir reden nicht weiter drüber. Aber Dankeschön, Herr 69. Okay. Lassen wir das erstmal so liegen. Mit seinem lustigen Schild. Ich fand den Boss an sich, den Kriegertraum, echt stylisch. Aber zum Bekämpfen war der halt schon echt anstrengend. Also diese Lanzen, die auf dich zukamen, die halt sich nach dir gerichtet haben, okay, da warst du halt die ganze Zeit am Laufen und am Laufen. Der Schild, ja, war etwas anstrengend. Aber es war, glaube ich, echt für mich der schwerste Kriegertraum bis dato. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal machen, aber ja. War auf jeden Fall, ne, haben wir geschafft und gut ist. So, was jetzt noch auf dem Programm steht, abseits vom Endboss und den DLCs, die wir nach dem Endboss dann machen, das sind die beiden Träumer, die auf der Karte noch verzeichnet sind. Und was auch immer mir noch fürs True Ending fehlt, von dem ich keine Ahnung habe, das wirst du mir mit Sicherheit sagen. Das heißt, wir werden uns jetzt um die beiden Träumer erstmal kümmern. Dann, wie gesagt, gucken, dass wir das True Ending freischalten und dann zum Endboss gehen. Vermutlich nicht alles heute, aber das wäre so der Plan. Und nach dem Endboss dann DLCs. Ich habe halt wirklich echt viel Respekt, weil ich bin ja schon mal in den Kriegertraum hier reingelatscht und wurde kolossal vermöbelt von den 5, 6, 4. Wie viele sind es? 5. Regulär? Oder 6. regulär Regulär sind es? 6, du hast nur 5 gehabt. Okay. Ich wurde von den 5 Herren und der einen Leiche kolossal verprügelt, also das war sehr überfordernd für mich.
Ich glaube, es ist halt für mich echt nicht gut, Bosskämpfe anzufangen und dann abzubrechen und dann irgendwann später zu machen, weil ich bei Zote tatsächlich genau das gleiche Gefühl habe nach dem Motto, um Gottes Willen, weil ich nie wirklich viel Zeit hatte, mich da reinzudenken. Deswegen habe ich da einen heiden Respekt vor dem Bosskampf, gerade weil so im letzten Stream die Bosse eigentlich alle recht schnell gefallen sind. Aber wir haben ja Zeit. Und wir haben noch den Träumer hier in der Nebelschlucht. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich auch zuerst hingehen, weil da habe ich keine Ahnung, wie der so wird. Ist er leichter? Ich glaube nicht daran, aber könnte ja sein. Das heißt, ich fahre jetzt zur Station der Königin, setze mir einen Teleportpunkt hin und dann lasse ich mich verprügeln. Oder verprügel ihn im besten Fall. Klingt nach einem Plan, oder? Mhm. Dann habe ich jetzt, glaube ich, einmal alles aufgezählt. Ich kann es halt nicht einschätzen. Wir hatten halt einen Träumer im Tiefnest, aber da war ja kein Bosskampf. Also das Tiefnest an sich war der Kampf, könnte man schon fast sagen. Station der Königin, hatte ich gesagt. Und den einen haben wir noch mal kurz reingeguckt. Ich glaube, den hatten wir 3-4 Mal versucht und ganz schön auf die Nase bekommen. Dementsprechend habe ich halt nicht so viel Ahnung, wie die so werden. Aber ich habe halt schon hier und dort gehört, dass zumindest der Bosskampf, also der Träumerkampf, in der Stadt der Tränen wohl echt nicht so nett ist. Mhm. Also ich glaube, der ist auch so ein bisschen berühmt-berüchtigt. Ähnlich wie wahrscheinlich auch noch andere Bosskämpfe in dem Spiel. Weil klar, jeder hat eine andere Meinung und jeder hat ein anderes Empfinden. Wenn ich irgendwem sage, ja, einer der schlimmsten Bosse für mich war der Grimmschlund, weil der war nervig, dann rollen sich andere Leute lachend über den Boden. Und wenn ich dann sage, ja, die Mantisfürsten waren ja eigentlich echt angenehm, ne? Also jeder hat da einfach ein anderes Empfinden, aber ich habe schon das Gefühl, dass manche Bosse ein bisschen berüchtigter sind als andere. Mhm. Aber mal gucken, kriegen wir schon alles hin. Also ich jammer jetzt im Vorfeld vielleicht viel rum, dass ich da Angst vor habe, aber letztendlich habe ich ja sowieso keine andere Wahl, als das hinzukriegen, ne? Will das Spiel ja durchspielen, also muss ich da vorbei. Willst du die Träumerkämpfe alle machen? Ich rede jetzt über die Träumer. Das sind ja nur noch zwei. Die muss ich ja machen. Sonst komme ich ja nicht durch. Wahrscheinlich meinte die Bosse eher die Traumkämpfe. So wie das verlorene Kind. Verlorene Kind? Ich weiß, ihr wisst, welches ich meine. Die stehen auf jeden Fall alle auf meiner Liste. Also ich weiß ja, dass der falsche Ritter hat eine Traumversion. Ich glaube, der Dung Defender hat eine. Zote hat eine. Also ich möchte es zumindest versuchen. Das schon. Ich kann nicht garantieren, dass ich sie schaffe. Aber ich möchte mich auf jeden Fall an alle mal dran setzen, das schon. Die Grimmschlund hasse ich auch. Ja. Nicht so. Also ich glaube, auf meiner Liste steht gerade noch drauf DLC 1, Traumbosse, DLC 2, Grimmquest, DLC 4, Pantheon und der Pfad der Schmerzen. Das steht auf meiner Liste noch drauf. Und ich will mir zumindest alles mal angucken. So. Dann hier. Dann kann ich nach unten, war richtig, ne? Wenn ich hier einen Teleportpunkt setzen will. Mhm. Bevor ich wieder wer weiß wo lande. Dann kann ich mir hier schon mal einen Punkt hinsetzen. Und dann mal gucken. Vielleicht bekomme ich ja auch einfach das, was ich haben will und kann wieder gehen. Das Lehrarchiv. Hier waren wir noch gar nicht drin. Mhm. Geht das hier weiter? Geht das hier runter? Oh ne, es ist nur im Hintergrund. Okay. Das sieht interessant aus. Da geht's nach unten. Da geht's weiter nach oben. Da ist nur eine Tafel oben. Ah ja, okay. Das sieht sehr ungewohnt aus mit den ganzen Sprudelsäulen, weil es irgendwie technisch sehr viel fortgeschrittener wirkt als viele andere Gebiete in dem Spiel. Ach, hier ist auch noch eine Bank. Oh, das ist nett. Dann brauche ich ja schon fast keinen Teleportpunkt, wenn ich eh an der Bank wieder lande. Mhm. Das ist nett. So. Aber hier ist sogar noch so ein bisschen Gebiet.
Ich meine, wir hatten ja in der Nebelschlucht noch keinen Boss, weil ich glaube, es gab halt so auch keinen. Es war eher so ein Durchgangsgebiet irgendwie. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass der Träumer irgendwo der Boss ist, sag ich mal. Oh ja, hier kann ich noch stehen. Aber dementsprechend muss man halt echt mal gucken, was einen hier so erwartet. Ich meine, ich muss schon mal vorweg sagen, ich weiß, wie der Boss aussieht. Weil das auch irgendwann mal vor Monaten, als dieser Hollow Knight Hype war, auf dem Discord-Server stand, halt ohne Spoiler-Bars nach dem Motto, ja, ist ja nur ein Boss-Design. War jetzt auch nicht so schlimm, nur weil der Boss bis dato noch nicht kam und halt perfekt in dieses Gebiet hier passt, weiß ich halt schon, wie der aussieht. Aber das sagt mir ja nichts über den Boss an sich, ne? Deswegen mal gucken. Flup. Okay, rechts, links, ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ist jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Aber nur, dass sich keiner wundert, warum ich gleich nicht vom Glauben abfalle, wenn ich den sehe oder so. Ja. Flup. Bin mal gespannt, was das für ein Boss wird auf jeden Fall. Wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viele, ich sag mal, technische Bosse in dem Sinne. So ein bisschen wie die Mantisfürsten, ne? Dass sie Muster hatten, was man eigentlich ganz gut lernen konnte. Und da das hier auch ein Gebiet ist mit viel Elektrizität und explodierenden Quallen, habe ich so ein bisschen Angst, dass der Boss gleich wild um sich schlägt. Kann ich hier drin eigentlich auch Punkte setzen? Mhm, weil du nicht auf der Map bist. Echt nicht? Hm, also muss ich den Weg immer wieder laufen. Mhm. Das ist gemein. Lande ich jetzt mitten in der Arena? Ich hoffe nicht. Ich möchte nicht, dass ich so komisch plattformen muss während dem Bosskampf. Das habe ich bei den Kriegerträumen schon immer gehasst, wenn ich währenddessen plattformen musste. Oder in so Räumen, wo unten Stacheln sind und dann du nebenbei kämpfen musst. Wie im Kolosseum. Finde ich persönlich furchtbar zum... Ach, scheiße. Furchtbar zum Kämpfen, wollte ich sagen. Hallo, Metroid. Umu. Okay. Was habe ich vorher noch gesagt? Explodierende Quallen und Elektrizität? Ich, war nah dran. Aber ich kann... Das ist viel Elektrizität. Ich kann ihn halt schon treffen mit meiner Magie. Die Frage... Was war das für ein Kollege? Was? Was? Moment! Ist das Quirrell? Ja. Kollege, was willst du hier? Er redet sogar. Ja, cool. Nicht, dass ich ihn verstehe. Ich versuche erstmal zu verstehen, was hier gerade passiert. Kann ich Quirrell auch? Oh, achso. Ich werde einfach durch die Gegend geschubst wie sonst was. Ich versuche gerade... Oh, das ist wie so ein Trampolin. Aber Quirrell kann ich, glaube ich, nicht treffen. Der nervt nur. Ach, guck mal. Und dann ist er irgendwann... Wobei ich gar nicht weiß, ob Quirrell jetzt... Nee, ich kann ihn nicht treffen, so. Ob Quirrell gegen mich kämpft oder gegen das Ding. Das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Nee. Also wenn er das Elektrizität... Aber er tut mir nichts, wenn er mich berührt. Ich habe gerade so... 1 Million Gedanken... die ich gerade gar nicht alle äußern kann. Das mache ich gleich, wenn ich tot bin. Das dauert nicht mehr lange. Aber ich versuche gerade noch... Ach, ja, jetzt habe ich's. Ja, ich habe es gesehen. Quirrell, ich dachte, Quirrell versucht mich umzubringen gerade. Es tut mir leid, Kollege, dass ich hier an dir gezweifelt habe. Okay. Das sah jetzt sehr unbeholfen aus, aber ich habe zumindest sehr viel Input in mich aufnehmen können. Also Punkt 1, wir haben einen riesigen Metroid. Wie hieß der jetzt? Umu. Umu? Okay. Umu. Sollte man auch nicht unbedingt umdrehen oder so. Umu. Einen riesigen Metroid. Das passt ja zum Gebiet an sich. Umu kann ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit meinem normalen Nagel regulär keinen Schaden machen. Also wenn er elektrisch aufgeladen ist, sollte ich ihn sowieso wahrscheinlich nicht berühren. Aber auch wenn er nicht elektrisch aufgeladen ist, lacht er über meinen Nagel. Ist richtig, oder? Ich mache ihm keinen Schaden. Mhm.
So. Abseits davon kann er als Trampolin benutzt werden. Das ist aber eher so eine Nebenerkenntnis. Magie macht ihm Schaden. Echt? Meine ich, oder? Ist meine Magie nicht durch ihn durchgegangen? Hat das nicht Schaden gemacht? Ich hab gedacht, du machst ihm gar keinen Schaden. Oh. Hatte die Hoffnung, dass meine Magie ihm zumindest Schaden gemacht hat am Anfang. Ich hab's noch nie ausprobiert. Aber nehmen wir mal an, Magie macht keinen Schaden. Also erstmal, dass Quirrell aufgetaucht ist, fand ich irgendwie voll cool. Ich dachte, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, weil ich ihn nur gesehen habe, wie er durchs Bild geschossen ist. Und mir dachte, der will mich umbringen. Aber er will mir scheinbar helfen, was ich sehr nett finde. Und er greift den Boss an, dann ist er plötzlich ganz klein, wie so ein Luftballon, wo die Luft rausgegangen ist. Und dann ist er wahrscheinlich angreifbar. Was allerdings heißt, dass es vermutlich ein extremer Ausdauerkampf ist, wo du eigentlich sehr, sehr viel ausweichen musst und irgendwie darauf angewiesen bist, zu warten, bis Quirrell ihn getroffen hat, um ihn zu treffen. So bei anderen Bosskämpfen kannst du das Tempo ja zumindest halbwegs selber bestimmen. Klar, du musst dich an das Muster anpassen, aber ne, hast schon die Kontrolle über das Tempo, was hier halt gar nicht der Fall ist. Du musst halt immer warten, bis Quirrell ihn einmal geschlagen hat und dann musst du das Glück haben, gut zu stehen, um ihn auch wieder zu schlagen. Und überall sind diese Elektrowolken, denen du ausweichen musst, während du plattformen musst. Das ist unglaublich nervig, oder? Also für mich persönlich nicht. Ich finde ihn sehr einfach. Also es wirkt auf mich jetzt gerade so nach dem Motto, ja, du musst jetzt hier lustig rumspringen und ausweichen und warten, bis Quirrell mal sich dazu herablässt, den Boss zu treffen und ihn dann treffen. Aber wer weiß, wie viele Hits du reinkriegen musst. Also ich persönlich finde seinen Angriff halt recht leicht auszuweichen. Er macht halt ja nichts an sich. Ne? Also auch den Blitzen. So. Die Frage ist halt, ob ich ihn mit Magie treffe. Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Wir haben den schnellen Hieb drin. Den Langnagel und den Schnellfokus. Was könnte uns denn noch ganz gut helfen? Wir haben ja normalerweise entweder den robusten Panzer drin oder das unzerbrechliche Herz meistens. Minions oder so, denke ich, würden mir wahrscheinlich nicht unbedingt helfen, weil da ist ja nichts zum Kaputtmachen so wirklich. Oh. Ich weiß nicht, ob mir diese Unverwundbarkeitsframes wirklich so viel helfen. Ist so die Sache. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr Leben mit und würde dann prinzipiell gerne mal gucken, ob Magie Schaden macht. Das wäre nämlich voll cool und wenn nicht, dann, ne? Also ich glaube, ich kann verstehen, warum man den Boss leicht findet, weil er ja an sich nichts macht. Du musst halt eigentlich nur ausweichen, also diesen Elektrodingern ausweichen und warten. Ne? Und ja, so ganz viel mehr passiert hier eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen, wenn man den Boss eher nervig findet. Wo ist meine Seele? Irgendwo in der Nähe anscheinend. Vielleicht unter dir einfach. Das kann sein. Weil du halt so ein bisschen drauf angewiesen bist, dass du, ne, wartest, dass Quirrell eventuell was macht. Ach da. Na, der Weg geht aber eigentlich. Aber mal gucken. Wir haben ja, wie gesagt, Zeit. Es sind immer Leute, die ihn leicht finden und schwer finden. Und der erste Durchgang ist sowieso eigentlich immer, was zur Hölle passiert hier jetzt gerade eigentlich? So. Jetzt muss ich mal gucken. Im besten Fall, wenn ich nicht hier drin stehen bleibe. Ging das durch ihn durch? Durch, ja, aber ich glaube, es hat keinen Schaden. Ja, ja, das meinte ich ja. Nicht geleuchtet oder so. Aber kann es sein, dass seine Elektrizität mich verfolgt? Ja. Quirrell! Und dann sollte man ihn im besten Fall treffen und nicht einfach gekonnt dran vorbeifallen. Idealerweise ja. Aber der ist nicht, Los, Quirrell, do something. Wobei, so richtig verfolgen? Ah ja. Ah, gerade noch so. Richtig verfolgen tut mich die Elektrizität teilweise nicht. Also bei dem Angriff hier schon, würde ich schon behaupten. Aber abseits davon... da wollte ich dazwischen. Bei dem Angriff ist es, glaube ich, festgelegt. Das war random.
Das Problem ist nur leider, dass Quirrell ihn immer an der blöden Stelle für mich trifft. Aua. Achso, berühren sollte er mich auch nicht. Ja, ich lerne noch. Zum Beispiel, dass man nicht kreuz und quer springen sollte. Und dass die Dinger mehr Reichweite haben, als ich mir gedacht habe. Also wenn er gut steht, kannst du ihn schon ein paar Mal treffen. Ich hab's nur nicht so mit dem Ausweichen. Beziehungsweise du musst halt schon eigentlich immer in Bewegung bleiben. Also du kannst dir bei dem Angriff eigentlich nicht erlauben, stehen zu bleiben. Es ist nur teilweise gar nicht so einfach. Komm doch nicht von unten! Es ist gar nicht so einfach, sich ein Muster zu überlegen, wie man springt. Nein, ich treffe ihn noch immer nur einmal und dann flutsche ich wieder runter. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so ideal, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ja, okay. Du hast leider echt einen sehr harten Nachteil bei deiner Spielweise, bei diesen verfolgenden Dingern. Wieso? Weil du, wenn du auf Plattform springst, springst du immer von oben auf eine Plattform drauf. Ja. Und springst dann nach oben wieder raus. Also dementsprechend springst du oben wieder in den Blitz rein. Ja. Anstatt quasi von der Seite auf eine Plattform und schnell weiter. Du springst ja immer sehr sicher oben, dass du geradeaus auf eine Plattform drauf fällst. Ja. Und dann wieder weiter nach oben. Aber wenn jetzt eine Plattform... Eine Plattform ist hier und eine ist hier oben. Ja. Ne? Und dann springe ich auf die drauf, lande und springe dann wieder auch weiter. Aber wie sollte ich das denn machen sonst? Aber du springst halt, wie gesagt, immer sehr vorsichtig auf die Plattform, sodass du im Idealfall immer geradeaus auf eine Plattform runterfällst, anstatt dass du so knapp auf die Kante kommst. Also du springst lieber noch ein bisschen höher, ja, dass du geradeaus auf die Plattform runterfällst. Und das kostet halt Zeit, weil ich im hohen Bogen falle. Ja, und dadurch kommt halt an der Stelle oben, wo du gerade warst, wenn ich es einmal kurz zeigen darf, ja, an einer Plattform da eben. Mhm. Also was mir jetzt so beim Spielen halt aufgefallen ist. Ich merke das ja gar nicht, ne? Dass du anstatt, wenn du auf eine Plattform jetzt, Moment, passt sogar, so drauf gehst, machst du es oft, dass du so immer sicher auf eine Plattform drauf springst. Stimmt schon. Und dadurch holt dich der Blitz halt viel schneller ein. Der Blitz hat mich gut eingeholt, das stimmt. Ich meine, es war jetzt schon ein bisschen besser, weil ich so ein bisschen verstanden habe, wie das so funktioniert. Nur, der verfolgt dich halt schon ziemlich schnell. Also, du darfst echt eigentlich nicht stehen bleiben. Du musst sofort einfach weiter und zur Not einfach fallen. Ja. Im Idealfall aber nicht auf den Boss. Ja, und den Boss vielleicht mal mehr als einmal treffen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Ich glaube, du hast einfach wirklich sehr viel Pech mit dem Placing, dass du jedes Mal, wenn er den gerade ready gemacht hat, dass er einfach irgendwo daneben gefallen bist. Gut, was weiß ich jetzt natürlich nicht, aber war schon unglücklich positioniert oder unglücklich dran vorbeigefallen von mir. Ansonsten kannst du einfach gucken und zählen, wie oft er den macht. Stimmt eigentlich. Dass du dann ungefähr weißt, jetzt nach dem nächsten Angriff solltest du dich darauf bereit machen, dass Quirrell ihn vielleicht dir gleich bereit macht. Ja, dadurch, dass ich halt für nicht so gerne Plattformen mag und immer sehr langsam plattforme, ist es in dem Kampf natürlich nicht ganz so passend. Ich habe auch irgendwie komplett vergessen, mich zu heilen, aber ich glaube, ich hatte auch nie wirklich was zum Heilen. Weil dann glaube ich immer nur so für einen. Ich sollte wahrscheinlich echt eher so. Hallo? Ich würde mal behaupten, die wurden auch so gemacht, dass du mit einem normalen Sprung drauf kommst. Ja. Wieder zur Not, fall einfach runter. Ja, nicht in den Boss rein, ne? Quirrell! Rette mich!
Wusste nicht, dass du mich so schnell rettest. Okay. Das Problem ist jetzt einfach, dass ich meine komplette Spielweise umstellen muss, wie ich halt die ganze Zeit über gesprungen bin. Und das ist so viel härter, als man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Weil das jetzt bei diesem Boss einfach so nicht mehr funktioniert. Nein! Vielleicht muss ich auch einfach nicht an der Kante hängen bleiben, so wie... Das ist ein bisschen gemein positioniert gewesen. Oh. Das kommt aber auch so schnell. Nein, ich wollte doch weg. Ich glaube nur, meine Spielweise komplett umzustellen, wie ich auf den Plattformen rumhüpfe, ist schwieriger, als irgendwie zu versuchen, es hinzukriegen mit meiner Art und Weise, wie ich spiele. Mhm. Ansonsten einfach mit deiner Art und Weise. Wow. Schon. Versuchen. Oder einfach minimal anpassen. Nice. Oh, da kam auch einer. Wie viele sind das denn? Ich habe meistens nicht so viel Zeit zu zählen. Wie viele Angriffe meinst du? Ja. Drei, meine ich. Manchmal auch nach zwei. Nein, also wie viele Elektrodinger schießt er mir hinterher? Gute Frage. Vielleicht ein paar Sekunden, 5 Sekunden maximal. Oh. Hä? So schnell. Als ob der schon tot ist! Hä? 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 Warum ist der tot? Ich glaube, der hat echt nicht viel Leben. Ich... Wie jetzt? Das fühlte sich gerade echt richtig unverdient an. Ich war gerade so vom Mindset her noch voll in der Phase, okay, ich lerne ihn jetzt noch, ich brauche noch 10 Versuche, aber ich lerne ihn langsam. Mhm. Und dann war der einfach tot. Der hält 15 Schläge von deinem besten Nagel aktuell nur aus. Aber das, kann der bitte zurückkommen? Das finde ich jetzt voll ungerechtfertigt. Ich war noch voll dabei, den zu lernen. Der Anfang von dem Kampf war ja katastrophal, wie die mich alles getroffen hat. Und ich hatte jetzt gerade so im Kopf, okay, ich springe halt nun mal eher so auf Plattform. Mhm. Obwohl so ja schlauer wäre. Also wenn die Blitze einem verfolgen, wäre halt wahrscheinlich so sehr viel schlauer. Aber ich habe es mir einfach angewöhnt, weil der Hollow Knight irgendwie sehr viel weiter springt als manche andere Charaktere, halt irgendwie immer so zu springen. Und das ist halt nicht gut in dem Kampf. Und ich hatte so gerade die Taktik, okay, ich fange dann einfach mal möglichst weit oben an, wenn die Blitze kommen, und versuche dann nach unten zu springen, ne? Hatte das dann so langsam raus, damit zu arbeiten, ohne mein ganzes Gameplay umzuschalten. Und dann stirbt der Sack einfach. Weißt ja, du, was da für echt passend ist, dafür, dass der mir jetzt einfach weggestorben ist, bevor ich den Boss richtig lernen konnte? Was denn? Wie unhöflich! Also der war irgendwie billig. Also irgendwie so... Weiß nicht, also es wirkte halt sehr anstrengend von der Art und Weise, wie alles aufgezogen ist, aber eigentlich, dadurch, dass er so wenig ausgehalten hat, war das eher so... Ja. Fun Fact, der hat sogar weniger Leben als der falsche Ritter. Krass. Ich meine, du kannst den natürlich wahrscheinlich viel früher machen, dann ist der auch ein bisschen knackiger, ne? Aber... Ich sag mal, allein okay. Wenn du deinen anderen Nagel gehabt hättest... Ja. Wären das schon ein paar Phasen mehr gewesen. Ich glaube halt einfach, der Kampf hat für mich am Anfang so ein bisschen gewirkt, weil ich halt darauf angewiesen war, zu warten, bis Quirrell irgendwas tut. Und ich mir dachte, oh jemine, ne? Wer weiß, wie lange der braucht und wie lange ich in der Zwischenzeit ausweichen muss. Aber somit der Länge vom Kampf war es ja eigentlich sehr angenehm. Ja, wenn du hier nicht schwimmen kannst, ne? Okay, hier ist sonst nichts. Dann gucke ich hier nochmal so ein bisschen... Oh, umher.
Königslicht, dies wuchs in Art Fluss all Denken entfällt? Was? Altlicht, dies Essenz, dies Traum, dies Unwuchs, o Enddenken, aber Königslicht, Schaltlichtlohe, was? Da fehlen Buchstaben. Ah. Oh, das ist eine eigene Schrift. Das. Okay. Das ist irritierend. Also, ich habe jetzt echt Angst vor dem Boss gehabt, weil ich mir im Vorfeld halt dachte, anhand der Quallen, ne, die diese Elektrizität machen und explodieren, und fairerweise, der Boss hat das halt auch irgendwie gemacht. Er hat sich jetzt in die Luft gesprengt, aber trotzdem. Ich hatte halt echt Angst, dass es so Grimmschl und Reloaded wird. Also, ich würde jetzt mal so behaupten, jetzt wo ich ihn geschafft habe, es ist vom Prinzip her ganz cool. Und ich glaube, wenn du hier halt auch wirklich früher. Da ist was. Hier ist wahrscheinlich die andere Seite einfach, wo ich hätte runterfallen können. Wenn du hier wirklich früher hinkommst, dass es dann deutlich schwerer auch ist. Also, das Prinzip ist ganz cool, aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsboss. Es war halt eher so. Nicht unbedingt mein präferiertes Gameplay-Prinzip, und der war jetzt letztendlich ja auch nicht so hart. Ein Tank voller aufgeladener Luma-Fliegen. Kann ich den kaputt machen? Ich glaube, den hast du nur für den Eintrag gerade bekommen. Ah. Also ist okay, der Boss, definitiv, aber ich weiß nicht, oh, hier ist sogar zu, ob ich das jetzt so, was war da oben? Ist da einfach Wasser? Kampfarena. Ah. Ob ich das jetzt so würdig für den Träumer fand, aber hier kommt ja noch ein bisschen was, wer weiß. Vielleicht freue ich mich ja auch zu früh. Und das hier ist die andere Seite, wo ich hätte runterfallen können, richtig? Mhm. Ah, okay. Nö, ich finde das auch gut, dass ihr vorher nichts sagt. Also ich meine, klar, ihr könnt natürlich immer, wenn ich im Bosskampf dann drin bin und das erste Mal draufgegangen bin, mir sagen, hey, ich fand den Boss für mich persönlich auch ein bisschen anstrengend oder ich fand den ein bisschen leichter oder was auch immer. Solange man es halt nett formuliert, nicht, jetzt stellst du dich denn so an, der ist doch voll leicht. Nur vorher ist natürlich schon immer schön, wenn ich dann nichts weiß. Das sieht cool aus. Achso, da kann ich gar nicht stehen. Oh.